Das siehst du in den Wörtern, die wir wählen, wie wir über Menschen reden, ohne darüber. Das sind, guck mal, er hat zu ihm gesagt, du Sohn einer schwarzen Mutter, was eine Wahrheit ist, tamam? Bilal radiallahu, aber eine Art, die man nicht so sagt. Sagt man nicht so. Wisst ihr, was Muslime heutzutage untereinander sagen? Ja, gewisse Beispiele dürfen wir gar nicht hier geben. Das heißt, wir sind in einer Messe, gehört sich das nicht. Beleidigen sich deren Mütter gegenseitig, Bruder. Der eine beleidigt die Mutter von dem anderen. Der eine nennt den anderen Hund. Der andere, und, Bruder, ich sehe letztes Mal Status von einem ja, so, 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 dieser Mann ist ein Käfer. Ich schreibe, Bruder, was ist mit dir los? Was ist das für ein Verhalten? Und dann noch ein Status. Du Mann. Das ist nicht männlich, Bruder. Tut mir leid. Ja, du normalerweise, wenn du vor diesen Menschen stehen würdest und der würde einen Popel hier haben, du würdest ihn das nicht sagen. Du würdest ihn angucken, aber nicht sagen. Oder kennst du, wenn Leute Spinat im Zahn... Sag mal nicht. Du guckst diesen Spinat an und sagst nicht, hey, du hast Spinat am Zahn, Bruder, mach weg. Schon mal, Alex, das sieht nicht gut aus. Aber du bist bereit, ihn aus der Religion auszuschließen. So, über Status. Das sind wir heutzutage geworden. Es ist traurig, Achi, dass wir miteinander so umgehen. Aber ich habe gelernt, und ich denke mir, ihr auch, dass wir in der Religion unseren Brüdern dasselbe wünschen, was wir uns selber wünschen. Ich liebe für euch das, was ich für mich selber liebe. Das ist ein Teil des Glaubens. Ich liebe für mich Vergebung, ich liebe für dich Vergebung. Und ich möchte auch, dass mir vergeben wird unter meinen Brüdern, wenn ich einen Fehler begehe. Also liebe ich das für dich auch. Und das ist so, eigentlich ist es einfach, aber es muss übers Herz kommen. Und viele schaffen nicht, Dinge übers Herz zu bringen. Darum ist diese Tat sehr schwer. Ja, dhakir al-ashab, komm mutadiban.